Der Theaterabend ist ein feines Schauspiel, das zwischen schrägen, herben Tönen und stiller Kontemplation pendelt. Zwischen Sehnsucht und Verlust, da und dort auch Wut und Ohnmacht. Was berührt, was vernichtet und was Realität für sich verlangt, kommt auf die Bühne, wird mit dem Publikum vermischt, vertont, gespielt, gesprochen und geschrien. Das Stück nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Frei! Frei! Ist der sich gewiss ist, dass er längst schon das Meerstadion verlassen hat und in Richtung, in Richtung Flüsse und Bäche zu den Quellen schwimmt, wo der eigentliche Mensch steht. Denn eher werden alle meine Sinne verelenden, als mein von den Händen des Raumes gegangen worden sein. Und indessen wie immer zu bin ich ohne mir, wieder mir, durch den Raum. Mein rotes Herz pocht und schreit laut. Ich war in Liebe zu dir. Kriegsflugzeuge im Himmel, blau, blau, krachen über den Sandstrand hinweg. Nach Pakistan, in den Irak, in den Iran. Menschen, die von sich sagen können, schau. Mit dem anderen habe ich nichts mehr zu tun. Denn wir sind unterschiedlich geworden. Sind wahre Menschen. Es ist verboten, ein Schreibtischtäter zu sein. Und doch sind wir Schreibtischtäter. Es ist verboten, zu schlagen. Und doch schlagen wir. Es ist verboten, zu ertrinken. Und doch ertrinken wir. Und das Schlimmste ist, dass wir in einem Paradies leben, das wir nicht verlassen dürfen. Lampedusa. Balladen aus dem 21. Jahrhundert. Spoken Jazz, ein Schauspiel.